Am Anfang steht das Dunkle, Tiefe. Der mit dicken Pinselstrichen aufgetragene, dämmerige Untergrund für improvisierte Landschaften. Fritz Bornstück lebt und arbeitet in Berlin und in Altfriedland bei Neuhardenberg. Im Saal einer ehemaligen Gaststätte entstehen seine großformatigen Bilder. Zeitreisen, bei denen in merkwürdigen Stillleben Pflanzen und Tiere auf zivilisatorischen Alltagsschrott treffen. Mit den Gegenständen und mit vielen Geschichten, die teilweise assoziativ im Kopf ablaufen wie Filme, arbeite ich mich dann in den Raum und auch durch die Zeit in den Raum hier und jetzt und auch ins Jetzt vor. Und viele Gegenstände, die da sind, scheinen vielleicht vertraut aus dem Alltag, wie alte Rechner oder es gibt Früchte, es gibt Autoreifen, Kochtöpfe, Trichter, Flaschen, Dosen, alles Mögliche, was einem alltäglich in die Hand kommen könnte und auch bekannt ist von der Größe, vom Geruch oder vom Geschmack oder vom Gewicht oder von einer anderen Assoziation, sodass so emotionale Erinnerungswerte an den Gegenständen auch dran haften. Fritz Bornstück stammt aus Hessen und hat Kunst in Mainz und an der Universität der Künste in Berlin studiert. Seinem Werk Silencer, für das er den Brandenburgischen Kunstpreis erhält, liegt eine Recherche zu Populismus und der identitären Bewegung zugrunde. Konkrete Symbolik jedoch hat Bornstück nach und nach aus dem Bild verbannt. Was bleibt, ist das Megafon, ein wiederkehrendes Motiv seiner Arbeiten. Die Flüstertüte als Gegenstand ist für mich die archaischste Form von einem Verstärker, von einem Sender, der aber auch in seiner Funktion als Empfänger funktionieren kann und dadurch, dass es rein analog und mechanisch funktioniert, auch am besten veranschaulicht, wie verstärkt wird, wie ein Signal ausgegeben werden kann. In dem Fall sieht man den Rauch, der aus dem Trichter austritt, als eine Art von Bewegung im Bild, der zirkuliert und gibt da somit auch eine direkte Idee von einer Stimme oder von einem Geräusch wieder. Feuerlöscher, Zigaretten, Ölfässer. Aus dem Wunsch heraus, die Objekte, die seine Bilder bevölkern, in die Hand nehmen und von allen Seiten betrachten zu können, hat Bornstück vor einigen Jahren begonnen, Keramiken herzustellen. Was ich an Keramik wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, mit Farbe und Oberfläche zu arbeiten, eigentlich sehr malerisch damit vorzugehen, aber auf eine experimentelle Art, weil der Moment, wo das fertige Objekt entsteht, ist immer hinter verschlossener Ofentür bei 1040 oder 1100 Grad und dann eine wahnsinnige Spannung drauf, das zu sehen. Malerei ist immer what you see is what you get. Die umgebende Landschaft mit ihren Vögeln und wuchernden Pflanzen bietet dem Künstler Inspiration. Vertreten wird er von einer Galerie in Kopenhagen und einer in Paris, für die er gerade eine Ausstellung vorbereitet. In Berlin ist er Teil einer Schau zur aktuellen Malerei in Deutschland. Wir sind hier im Künstlerhaus Bethanien in der Ausstellung Dissonanz, Platform Germany. Es geht um Malerei aus oder in Deutschland. Und es ist eine große Überblicksausstellung, die das komplette Feld von zeitgenössischer Malerei ausleuchtet. Und ich bin sehr froh, mit meinem Bild Starting Transmission from Higher Places, was hier hinter mir hängt, mit dabei zu sein. Neben tollen Kollegen wie Ruprecht von Kaufmann, Philipp Krötzinger und Marc van der Hoogt, Oskar Gutheil und viele andere.